kuratiert von Ralf Christoph von der CO Pop. Und zwar zu dem Thema der heutigen Diskussion. Und das Video heißt Funny Special Care. Die Diskussion heute trägt den Titel Feminismus 2020. Was verbindet uns noch, in Klammer? Mein Name ist Marlies Bratte. Ich mache mittlerweile seit 10 Jahren Radio beim Freien Radio in Graz. Und zwar heißt das Radio Helsinki und da bin ich beteiligt bei beim Redaktionskollektiv, beim queerfeministischen Redaktionskollektiv. Das heißt, wir machen eine Sendung einmal im Monat, die heißt Genderfrequenz. Und ich darf heute diese Diskussion moderieren. Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet, aber an sich würde ich es gerne so machen, dass ihr jederzeit Fragen stellen könnt oder auch Kommentare machen könnt, wenn ihr das Wort dann einfach handheben oder ein Zeichen geben und dann nehme ich an, kommt irgendjemand mit einem Mikro zu euch. Gibt es da irgendjemanden? Ja, da hinten. Genau. Ja, also jetzt würde ich dann schon zu der Vorstellung von den Gästen übergehen. Ich habe es jetzt einfach mal alphabetisch gemacht und fange mit dir an, Mahsa Ghaffari. Du bist Menschenrechtsaktivistin und Schauspielerin. Du setzt dich seit Jahren in verschiedenen Organisationen für soziale Gerechtigkeit und gegen rassistische und geschlechterspezifische Diskriminierung ein. Du hast den Verein Flucht nach vorn mitbegründet. Bereits 2017 hast du schon gemeinsam mit Mitstreiterinnen zum Global Women's Strike aufgerufen. Du warst lange Zeit bei SOS Mitmensch tätig und bist jetzt bei Links als Sprecherin aktiv. Hallo, schön, dass du da bist. Danke. Dann kommen wir gleich zu Sigrid Heistinger. Du schreibst über dich selbst, dass du, das finde ich sehr schön, behendet im neoliberalen Spezialisierungswahn trotzt. Du bist Künstlerin, Kulturaktivistin und bist auch schon seit circa 10 Jahren in diversen subkulturellen Kontexten unterwegs. Du hast ein alternatives Kulturzentrum geleitet hier in Graz. Dann schreibst du weiter, dass dein Hobby, dein Steckenpferd Systemdesign und die Analyse struktureller Gefüge sowie intersektionaler Machtdynamiken in selbstverwalteten Räumen ist. Sehr spannend darüber, da kommen wir später noch drauf zurück. Hallo, schön, dass du da bist. Danke. Hanne Langkafel, du bist heute hier als Vertreterin des F-Sternchen-Streik. Du bist also Aktivistin und Mitorganisatorin in Graz vom feministischen und Frauen-Sternchen-Streik. Ihr habt sozusagen diese Bewegungen, die es jetzt in Lateinamerika gibt, in Spanien, die Streikbewegungen in der Schweiz und an anderen Orten, holt ihr jetzt sozusagen nach Graz. Und ihr wollt damit einen Impuls geben für ein anderes feministisches und solidarischeres System. Hallo, herzlich willkommen. Dann Jonas Pirafellner. Hallo, du bist im Verein für Männer und Geschlechter in Steiermark tätig. Und zwar machst du dort geschlechterreflektierte Arbeit mit Männern und männlichen Kindern und Jugendlichen. Du machst auch Beratung für Burschen und Männer. Und außerdem studierst du auch noch Sozialpädagogik im Master. Deine Themen, die dich da begleiten, sind Feminismus, Chancengerechtigkeit, Gewaltprävention, Rollenbilder, Erziehung und Bildung im kritisch-gesellschaftlichen Kontext und Sexualpädagogik. Hallo, herzlich willkommen. Danke. Und Veronika Spanring eigentlich, ich sag's immer mit einem N, Entschuldigung. Du bist heute in Vertretung hier für Christine Hirtl. Du bist seit 2000 Beraterin bei der Mädchenberatungsstelle Mafalda. Das ist eine Beratungsstelle, die psychosoziale Beratung mit Schwerpunkt Gewalt und die Organisation von Workshops zur Gesundheitsförderung und Gewaltprävention macht. Du bist selbst auch Mitbegründerin des Women's Action Forum. Das gibt es jetzt seit 2 Jahren. Mhm.
Und dieses Women's Action Forum, kurz WAF, ist eine Plattform, die Initiativen aus Kunst und Kultur, Fraueneinrichtungen und dem Diversitätsbereich bündelt und eben einen Beitrag gegen Sexismus, gegen Rassismus und Homophobie leisten will. Schön, dass du da bist. Hallo. Ich muss gleich was trinken. Ja, wir wollen heute über Feminismus reden. Feminismus spielt eine Rolle, spielt wieder eine größere Rolle. Können wir darüber diskutieren. Die Relevanz, über die Relevanz, über Trennendes, über Gemeinsames, über Strategien, wie wir Kämpfe vielleicht bündeln können und Strategien, die, also erfolgreiche Strategien sozusagen, über das wollen wir heute reden. Den Feminismus in dem Sinn gibt es ja nicht. Ich würde eher davon sprechen, dass es viele Feminismen gibt. Das heißt, dass Differenzen und Abgrenzungen auch immer schon Teil von Feminismen waren. Um mal einen Überblick zu bekommen, wie ihr euch heute hier am Podium, also wie ihr euch positioniert, wollte ich gleich als Einstiegsfrage mal so fragen, was versteht ihr unter Feminismus? Was heißt für euch Feminismus? Ich würde gleich mal mit dir beginnen, Veronika. Was für mich Feminismus bedeutet, ich denke, dass ich dann in einer zweiten Wortmeldung noch genauer darauf eingehen kann, aber ich stelle mir Feministinnen ganz vielfältig vor. Es gibt zornige Feministinnen, laute Feministinnen, leise Feministinnen, Feministinnen, die, so wie wir es gestern im Schauspiel hast gesehen haben, mit ihrem Partner über den Sockenberg verhandeln, ausführlich und ausgiebigst. Und es ist auch Feminismus, wenn man in die Öffentlichkeit und Aktionen startet und Aktionismus betreibt, damit man auf politischer und gesellschaftlicher Ebene was vorantreibt. Ich würde es gleich reihum weitermachen. Okay. Feminismus für uns als F-Streik ist klar eine Bewegung, eine feministische Bewegung, die eine Gesellschaftskritik natürlich hat, eine Systemkritik auch. Aber Platz hat für ganz viele verschiedene Frauen, aber auch Flint-Personen, also Frauen, Lesben, Inter, Non-Binaries und Trans-Personen, die alle verschiedene Erfahrungen von Weiblichkeit oder feministische Erfahrungen gemacht haben, die einfach gebündelt werden sollten und die zusammen das auf die Straße bringen können als einen, Dankeschön, intersektionalen Feminismus auf jeden Fall, der sehr laut sein kann, sehr gerne sehr laut sein kann, sehr Zusammenhalt auch und Solidarität nach vorne bringt. Mhm. Ja, wird beide Wortmeldungen sofort unterschreiben. Also auch das ist für mich auch ein Grundverständnis vom Feminismus, wie ihr das beschrieben habt. Und ich würde gerne sagen, was ich mir vom Feminismus mehr wünschen würde vielleicht. Also nicht nur, was ich darunter verstehe oder sehe, sondern was ich mir wünschen würde, ist ein solidarischerer Feminismus, ein unteilbarer Feminismus, ein Diskurs, der unterschiedliche Lebensrealitäten nicht nur versucht bewusster zu machen und Privilegienbewusstsein fördert, sondern auch aktiv die in die feministische Arbeit mit einbezieht, beziehungsweise Personen, die von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind, in den Mittelpunkt des feministischen Kampfes stellt und weniger von, also aus der eigenen Perspektive heraus festgeschrieben wird und beansprucht wird, was der Feminismusbegriff ist und was meiner persönlichen Meinung oder meiner subjektiven Wahrnehmung nach dem nicht entspricht, sondern vielmehr die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Lebensrealitäten. Mhm. Also Antirassismus und Feminismus gehen für mich Hand in Hand. Mhm. Okay. Jonas, bitte. Ja, Feminismus ist für mich oder sollte für mich sein quasi gesamtgesellschaftliches Ding. Also das sollte nicht nur für Frauen sein, für benachteiligte Gesellschaftsschichten, sondern für jeden Menschen. Da sollte sich jeder involvieren und jeder dann teilhaben. Und Feminismus ist für mich quasi ein Weg in eine egalitärere Gesellschaft, in der es einfach keine Benachteiligungen mehr geben sollte. Genau. Und darum ist es eben auch wichtig, auf Männerseite feministisch mitzuarbeiten in der Männer- und Burschenarbeit, die ja immer schon als kooperative Arbeit zu der Frauen- und Mädchenarbeit gedacht war. Genau. Sigrid, was heißt das für dich, Feminismus? Ja, mir bleibt jetzt nicht mehr ganz so viel zu sagen, weil es ist eigentlich, ja, ich stimme dem allem zu. Also Systemkritik und definitiv Privilegien hinterfragen. Und da denke ich, dass der Feminismus
sehr weiß ist nach wie vor, zumindest der, dem ich begegne. Also jetzt die Ist-Situation nicht das, was ich mir wünsche. Ich denke auch, dass es definitiv wesentlich mehr Solidarität braucht und ich sehe auch da beim Feminismus, also ich sehe da die große Chance vom Feminismus, aber vielleicht ist das meine utopische Vorstellung, dass Feminismus dann dazu führt, dass eben diese egalitäre Gesellschaft wirklich möglich wird. Aber dafür braucht es definitiv Hinterfragen von Privilegien, ob jetzt als Cis-Mann, als weiße Frau, als wie auch immer die Privilegierung ausschaut. Und ich denke auch, dass da wesentlich mehr Solidarität nötig ist, um die verschiedenen Kämpfe zusammenzubringen und mehr politisches Handlungspotenzial zu haben. Mhm. Gut, danke. Wir kommen später dann noch mal genauer darauf zurück, was es braucht und wie wir Kämpfe vielleicht auch zusammenbringen können oder was vielleicht auch nicht gut funktioniert oder ja, schauen wir später noch. Ich würde dann weitermachen mit dir wieder, Veronika. Und zwar bist du ja in der Runde wahrscheinlich eine der älteren feministischen Kämpferinnen. Ich nenne es jetzt so, finde ich ganz schön als Begriff. Du bist schon lange Zeit feministisch aktiv. In den 70er und 80er Jahren war das der große Slogan des Feminismus, der feministischen Bewegung, das Private ist politisch, sehr prägnantes Slogan dieser Zeit. In der Zwischenzeit haben wir eine neoliberale sozusagen Wende erlebt, in der die Vereinzelung einfach sehr stark propagiert wird. Würdest du sagen, dass es da jetzt einen Generationenkonflikt gibt zwischen älteren und neueren feministischen Kämpferinnen, sage ich jetzt einfach nochmal? Das Private ist politisch, das ist für mich ganz eng mit Johanna Donal verbunden, weil sie eine ist, die Angebote entwickelt hat auf individueller Ebene, wie zum Beispiel Workshops, Selbstbewusstsein kann man lernen oder dieses Essen auf Rädern. Und die das aber dann verknüpft hat mit politischen Forderungen und politisch sehr viel umgesetzt hat. Also die Gewaltschutzgesetze und die Gleichstellungsgesetze gehen auf ihre Initiative zurück. Die Frauenhäuser zum Beispiel. Und ich mag an dieser Stelle sagen, ich bin sehr stolz, in meinem Büro hängen Schuhe von der Johanna Donal. Das ist von der Kulturhauptstadt 2003 und die sind in meinem Büro. Und wenn Sie möchten, gerne können Sie in der Mafalda diese Schuhe besuchen. So viel muss gesagt sein, oder? Aber jetzt um die Frage zu beantworten, ich habe mir gedacht, ich mag Ihnen ein paar biografische Daten erzählen. Das beantwortet die Frage am besten. Ja, bitte. Ich habe 1980 maturiert und um Ihnen kurz zu schildern, in welche Stimmung an dieser Schule und überhaupt so in meinem ganzen Alter geherrscht hat, der Chemielehrer hat, wenn er das Periodensystem abgefragt hat, zu uns immer gesagt, ich weiß nicht, ob das wichtig ist, dass du diese Frage beantworten kannst, weil du wirst Kinder kriegen und heiraten, dann brauchst du das eh nicht mehr. Also das war so eine Aussage, die, glaube ich, ganz gut schildert, wie das war. Oder ich habe ausschließlich Freundinnen gehabt, deren Mütter nicht berufstätig waren. Was für mich ganz viel aussagt. Und wenn Sie bedenken, 1979 ist Johanna Donal Frauenstaatssekretärin geworden. Zu dieser Zeit habe ich nicht gewusst, wer Johanna Donal ist und dass es eine Frauenstaatssekretärin gibt. Der nächste wichtige biografische Schritt war, ich habe 1985 die Sozialakademie in Graz abgeschlossen. 1978 ist das erste Frauenhaus in Wien eröffnet worden. 1981 das Frauenhaus in Graz. Wir haben auf der Sozialakademie gewusst, dass es ein Frauenhaus gibt. Wir haben auch gewusst, dass die Adresse geheim ist, aber natürlich, wir haben auch gewusst, es ist in der Albert-Schweitzer-Gasse. Aber darüber hinaus hat es in meiner Ausbildung keine Angebote, keine Vorlesungen, keine Seminare zu Frauenfragen gegeben, zu Gleichstellungsfragen, zu Frauenrechten, zu Gewaltschutz. Nächster wichtiger biografischer Punkt ist, ich habe dann eine Familie gegründet. Und da habe ich das erste Mal erlebt, dass
Feminismus nicht nur ein zorniger Feminismus ist, der als junge Frau war, wo ich dauernd eingeschränkt worden bin, oder auf der Sozialakademie ein suchender Feminismus, teilweise ein hilfloser Feminismus, ein orientierungsloser Feminismus. Da habe ich das erste Mal also auf dieser individuellen Ebene kennengelernt, dass sie wahrgenommen wäre, dass sie gehört wäre, dass man miteinander ringt, wie das sein soll. Und also wie gesagt, ich habe schon gesagt, am Schauspielhaus in Graz gestern dieser Sockenberg-Beziehung oder feministische Haltung in der Beziehung hat bedeutet, dass man um solche Dinge wie den Sockenberg sich unterhaltet. Und ich habe das erste Mal gelernt, das, was ich jetzt auch in der Mädchenarbeit mache, dass Feminismus nicht was ist, was ich allein regeln kann, sondern dass das immer eine Aushandlungssache ist. Mädchenarbeit braucht die Burschenarbeit, braucht das Gegenüber, das Aushandeln, das Diskutieren. Ich habe dann immer in Frauenzusammenhängen eigentlich gearbeitet, was bedeutet, also wichtige Haltungen und wichtige Grundsätze sind, Mädchenarbeit ist parteilich, wir bewegen uns in Mädchenräumen, wir schaffen Raum für Frauen und für Mädchen. Wir geben auch unseren Bedürfnissen Raum. Das ist nach wie vor eine sehr wesentliche und wichtige Haltung für mich, dass Mädchen ihren Raum haben. Aber man muss auch darüber hinausschauen, man muss in Diskurs treten. Und man muss auch anerkennen oder erkennen, dass auch es gibt nicht das Mädchen, sondern es gibt viele Mädchen, es gibt viele Frauen, es gibt Vielfalt, es gibt Diversität. Bei uns im Mädchenzentrum das ist im Griesviertel, wo viele Mädchen mit Migrationshintergrund kommen. Jedes einzelne Mädchen dort würde Feminismus anders definieren, was es für sie bedeutet, was sie sich als Frau und als Mädchen erwartet. Momentan gibt es das Projekt Heldinnen. Das ist ein Partnerprojekt zum Projekt Heroes, wo einfach bei Heroes Burschen sich aushandeln und bei Heldinnen Mädchen sich aushandeln, was sie unter einem guten Leben verstehen. Und da erkenne ich mich sehr oft wieder, genau diese Dinge, also ich bin letztes Mal vorbeigegangen, wie gerade der Workshop gelaufen ist, und ich habe im Burgtheater Form eigentlich erlebt, wie ein Mädchen gerade gesagt hat, ich bin der Vater und ich sage dir, was du zu tun hast. Das ist ein Thema, das Migrantinnen jetzt beschäftigt, und das war ein Thema, das damals, also ich bin 1961 geboren, mich beschäftigt hat. Ich glaube, da gibt es also in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kreisen unterschiedliche Tempi und unterschiedliche Themen. Und was ich noch sagen mag zu dem, dass Frauen in Frauenräumen arbeiten, ich habe mir da sehr viel erhofft davon, und es sind auch draußen Folder, die ich gesehen habe, Feminismus verändert die Welt. Das ist so, das ist für mich auch nach wie vor so, dass ich daran glaube, aber es ist auch so, dass Frauen halt einfach menschlich sind und dass es auch da Streit gibt und Missstimmung gibt, was ich mir überhaupt nicht erwartet habe, wo ich mir gedacht habe, aha, ja, so ist das, was ja eigentlich völlig natürlich und normal ist. Dann und als letzten Punkt möchte ich noch sagen, dass sie vor 2 Jahren haben wir eben dieses Women's Action Forum gegründet, weil wir sehr wichtig finden, dass Frauen sich vernetzen, dass Frauen sich austauschen und dass Frauen Bündnisse schließen. Und zwar Bündnisse nicht nur unter den diversen Gruppen von Frauen, sondern auch in unterschiedlichen Bereichen. Also das ist ein Bündnis, wo Frauen aus Kunst und Kultur, aus Sozialeinrichtungen, von der politischen Ebene sich verbünden zum gemeinsamen Ziel, gegen Sexismus, gegen Rassismus und gegen Homophobie etwas zu tun. Und für mich ist das ein Feminismus, jetzt die ganze 8. Märzwoche
war ich unterwegs und habe an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen und mit ganz vielen Frauen begegnet. Und für mich ist da Feminismus etwas, wo ich mich sehr aufgehoben fühle, weil einfach sichtbar wird, wie viele Frauen gemeinsam an diesen Themen arbeiten. Und es ist etwas, wo ich mir denke, Frauen, wo sichtbar wird, dass Frauen sich zusammentun müssen, wenn sie auf politischer und gesellschaftlicher Ebene etwas erreichen wollen. Habe ich die Frage beantwortet? Ja, du hast sehr ausführlich geantwortet. ich würde jetzt so zusammenfassen, du hast jetzt ein bisschen erzählt, die Errungenschaften dieser Frauenbewegung der 70er, 80er Jahre, die wichtig sind, Gesetze in bestimmten, also du hast ja Johanna Donal erwähnt. Ja, aber wir kommen ja dann vielleicht nochmal in der Diskussion darauf zurück. Aber ich habe es jetzt so verstanden, dass du jetzt nicht unbedingt einen Generationenkonflikt siehst, ja, sondern dass es einfach, natürlich, es gibt Unterschiede, es gibt Streit, also vielleicht auch unterschiedliche Meinungen, Streitereien, hast du gesagt. Aber es ist nach wie vor wichtig, Feminismus ist ein wichtiges Thema und es wird nach wie vor auch von der jüngeren Generation so gesehen. So quasi. Für mich gibt es keinen Konflikt, vielleicht an Generationen wechseln, weil ich sehr viele junge Frauen kenne, die ganz klar ihre Wünsche äußern, ihre Forderungen äußern, ganz Selbstbewusstsein sind und es gibt ganz verschiedene unterschiedliche feministische Frauen und die hat es für mich vorher auch schon gegeben. Dann würde ich zu dir übergehen, Martha. Und zwar, ich habe es im Eingang erwähnt, bei deiner Forschung, du engagierst dich gegen rassistische und geschlechterspezifische Diskriminierung. Jetzt ist es ja so, dass Rassismuskritik, das hast du ja vorher erwähnt, dass dir das wichtig ist, von schwarzen Frauen, von Women of Color, immer schon sozusagen am weißen bürgerlichen Feminismus auch passiert ist, diese Kritik. Also eigentlich schon so lange, wie es Feminismus gibt. Mittlerweile leben wir in einer Zeit, in der autoritäre und rechte Politiken einfach sehr, sehr gestärkt sind und ein Revival erfahren, ein sehr starkes. Weiße bürgerliche Feministinnen bashen teilweise sehr stark auf, vor allem jetzt auch Migrantinnen und Musliminnen. Wie siehst du das vor diesem Hintergrund? Ist das eine Stärkung für diese Form des Feminismus, für diesen weißen bürgerlichen Feminismus? Ich würde sehr gerne darauf antworten, aber ich würde kurz gern auch ein bisschen darauf eingehen, was Veronika gerade geschildert hat, wenn es okay ist. Ja, sicher. Ich glaube, es wird sich dann eher eine gute Überleitung übergeben. Und zwar, ich habe nämlich, als du gesprochen hast und diese Generationenfrage so dargelegt hast, ist mir auch aufgefallen, einfach wie wichtig es ist, das auch nochmal so zu betrachten oder zu betonen, dass dieser Kampf um Gleichstellung, der geführt wurde, bis zu einem gewissen Grad sich zwar weiterentwickelt hat, aber noch lange nicht beendet ist. Also sozusagen die Aussagen, mit denen du in der Schule konfrontiert warst, sind wahrscheinlich in der Heftigkeit und in der Form und in der Häufigkeit nicht mehr so sichtbar, aber sie sind noch da in anderen Formen und Facetten. In subtileren Formen. Und nur um ganz kurz vielleicht ein paar kurze Beispiele irgendwie aus meinem Leben zu erzählen, lange bevor ich den Feminismusbegriff kannte und mich mit feministischer Analyse auseinandergesetzt habe, um die persönlichen Erlebnisse auch überhaupt erst einordnen zu können. Ich habe zum Beispiel in der Schule, als ich von einem Lehrer belästigt wurde und mich dagegen wehren wollte, gesagt bekommen, dass ich lernen muss, damit umzugehen, dass Männer anders auf mich reagieren, weil ich als Frau halt attraktiv bin. Und das war in den Nullerjahren. Also es ist gar nicht so lang her halt. Ja. Ich bin ein paar Jahre später, als ich mich gegen die sexuelle Belästigung eines Vorgesetzten wehren wollte, gekündigt worden und bin vor die Gleichbehandlungskommission gegangen und habe zwar Recht bekommen, diese Instanzen gibt es halt heutzutage, die man dann Gott sei Dank halt in Anspruch nehmen kann, aber die Realität ist halt einfach noch eine andere, in der sich Frauen, noch dazu vielleicht Migrantinnen und andere Faktoren, die halt dann noch dazu kommen, bewegen. Ein paar Jahre später wurde ich bei einem Bewerbungsgespräch gefragt, nachdem der Geschäftsführer mich dann auch irgendwie interviewen wollte und gemeint hat, es passt eigentlich super, ich bin höchstens überqualifiziert. Das Einzige, was er von mir will, ist, dass wir Tachless reden und ich ihm verspreche, dass ich in den nächsten 3 Jahren nicht schwanger werde. Wieder Gleichbehandlungskommission und wieder Recht bekommen.
Genau, aber das sind halt eben die Realitäten, in denen wir immer noch leben. Und das, also es hat sich diese Kämpfe haben sich in keinster Weise aufgelöst, sondern also es gibt vielleicht mehr Unterstützung, diese Kämpfe zu kämpfen. Und es treten solche Aussagen vielleicht in einer versteckteren Konstellation auf, aber sie sind immer noch da. Genau, und jetzt, um überzugehen zu deiner Frage, hätte ich... Ich muss nur mal kurz nachfragen, ob ich das richtig verstanden habe, weil du vorhin erzählt hast, dass dass bestimmte Kämpfe, die du in deiner Jugend geführt hast, heute von Migrantinnen geführt werden teilweise. Ja, wo ich ein bisschen den Eindruck habe, es ist einfach, nur ein bisschen eine zeitliche Verschiebung. Mhm. Inwiefern? Also wenn man das so sehen kann, dass jetzt einfach die Kämpfe subtiler sind, dann ist es aber in bestimmten migrantischen Schichten ist es nicht diese subtilere Form, sondern noch genau diese ganz konfrontative, ich muss mich gegen meinen Papa durchsetzen. Und also ich erkenne mich da so wieder. Das ist der gleiche Kampf, den ich 70 und 80 geführt habe, wird genau in dieser Familie genau jetzt geführt. Okay, ich glaube, es ist also so verbindend das Erkennen, solche Gemeinsamkeiten sein können, birgen sie auch Gefahren darin, eigene Erlebnisse unhinterfragt auf andere Lebensrealitäten und andere Identitäten, glaube ich, zu projizieren und drüber zu stülpen. Ich glaube, dass es da sehr viele Unterschiede auch geben kann, auch wenn es grundlegende Gemeinsamkeiten gibt. Um jetzt genau nochmal zu deiner Frage zu kommen mit dem weißbürgerlichen sozusagen Feminismus, der das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für den Feminismus in unserer Zeit gerade. Das zeigt sich vor allem in Österreich, im österreichischen Kontext, zeigt sich das vor allem an der Politik sozusagen, an der Integrations- und Frauenpolitik, die gemacht wird, an der Zusammenlegung dieser beiden Ressorts auch und äußert sich am schärfsten in der Kopftuchdebatte, wo es darum geht, wo es nicht darum geht, den Betroffenen in irgendeiner Weise sozusagen wirklich Unterstützung zukommen zu lassen, dass sie sich, falls sie gezwungen werden, ein Kopftuch zu tragen, das nicht mehr tun müssen. Oder in irgendeiner Weise sozusagen ihren Bedürfnissen als Frauen, die haben genau die gleichen Bedürfnisse wie jede andere Frau auch, dass man sie darin fördert, eigenständiger leben zu können, dass man ihnen Kinderbetreuung irgendwie zur Verfügung stellt. Und also solche Maßnahmen, die allen Frauen helfen würden, auch ermöglicht, hergeht und in einem Diskurs, in dem diese Frauen sowieso nur als schwache, unterdrückte, marginalisierte Personen vorkommen, um wieder sie in der Form in diesen Diskurs zu holen, dass man sagt, so, ach, die tragen ein Kopftuch, die werden dazu gezwungen, und das sind halt alles Vermutungen und Annahmen, also es ist ja völlig befreit von irgendeiner Wissenschaftlichkeit oder von irgendeiner Fundiertheit sozusagen, die Grundlage, auf die solche Gesetze erlassen werden. Und was erschreckend ist, dass der Aufschrei, der solidarische Aufschrei von feministischen Bewegungen nicht nur ausbleibt, also nicht zu hören ist, sondern dass innerhalb von feministischen Diskursen Debatten stattfinden, wo Personen da sitzen und sich fragen, ob dieses Gesetz nun wirklich so falsch ist, weil eigentlich sehen sie das mit dem Kopftuch schon auch kritisch und so. Mhm. Ja. Aber da können, glaube ich, die Kolleginnen auch noch viel dazu sagen. Ja, das Einzige. Also ich wollte eh nur dazu sagen, natürlich könnt ihr auch selbstständig Kommentare dazu geben oder auf was antworten, was die anderen sagen. Also das würde ich eben gern so eigentlich handhaben. Ich habe halt jetzt nur diese Fragen, aber wenn ihr was sagen wollt, bitte. Vom Publikum, wenn jemand schon was sagen will, bitte gern. Sigrid, ich komme jetzt zu dir. Wie eingangs erwähnt, beschäftigst du dich mit intersektionalen Machtdynamiken. In der Beschreibung von der heutigen Diskussion steht auch die Frage, ist die Zukunft queer statt feministisch? Und es gibt ja immer wieder Kritik an queeren Zugängen, dass sie seien zu unpolitisch oder eben es gibt kein gemeinsames politisches Subjekt, keinen Kampf
Subjekt sozusagen, weil sich Identitäten auflösen. Wie siehst du das? Was sagst du dazu? Ist das was sich ausschließt oder wo man sich entscheiden muss? Entweder queer oder feministisch oder wie? Also um das ganz kurz zu beantworten, natürlich nicht. Aber ich würde trotzdem auch noch ganz kurz, bevor ich die Frage beantworte, Bezug nehmen auf das, was du vorher war. Nämlich, ich habe nämlich auch ein bisschen so, okay, und ich denke, das ist ein wunderschönes Beispiel, an dem man das jetzt irgendwie demonstrieren kann, weil also für mich ist es ganz wichtig, wenn wir von dieser Trennung reden und von dieser Vereinzelung reden und von dem Fehlen einer gemeinsamen politischen Macht, die wir ausüben können, was ja gut passt zu der Frage, quasi queer ist zu offen oder zu undefiniert, um eine politische Speerspitze sein zu können, quasi im Vergleich zu Feminismus, ist quasi die These oder die Frage. Und ich sehe das genauso mit feministischen Bewegungen, weil also für mich ist grundlegend das Hinterfragen der eigenen Privilegien, kann ich nur dann tun, wenn das mein Ego aushält, dass ich selber Scheiße baue. Also ich muss jetzt mir selber eingestehen können, okay, ich bin rassistisch. Mein Opa war ein Nazi, hat im Krieg in Norwegen gekämpft, mein Uropa war Bürgermeister und so richtiger Nazi. Also ich gehe mal davon aus, dass ich in dieser Kultur aufgewachsen, als weiße, als cis-hetero-Frau gelesen, naja, mittlerweile vielleicht nicht mehr als hetero gelesen, jetzt habe ich kurz gehört, aber halt quasi privilegiert in vielerlei Hinsicht, muss ich davon ausgehen, dass ich Privilegien habe, die mir auch nicht von vornherein bewusst sind. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir alle uns verinnerlichen, dass wir da blinde Flecken haben und dass wir dann lernen, quasi, wie soll ich sagen, die innere Kapazität zu schaffen, dass wir das zulassen können, dass wir da Fehler machen, weil nur so können wir davon lernen, das glaube ich. Und ich glaube auch, dass das eine ganz wichtige, ein wichtiger Punkt ist, um eben eine gemeinsame Verbindung, eine politische und auch eine in einer Gemeinschaft ein verbindendes Element zu erschaffen. Und jetzt, um zur Frage zurückzukehren, queer oder feministisch, muss man sich entscheiden? Natürlich nicht. Also queer ist... Also ich verstehe die Kritik, ich verstehe, woher die Kritik kommt, dass der Begriff queer so undefiniert ist und so vielschichtig und sehr nebulös und vieles zulässt. Und vielleicht für die, die es nicht wissen, also es gibt auch verschiedene Verwendungen von dem Begriff. Also einerseits wird es als Umbrella-Term, also als Überbegriff verwendet für lesbisch, schwul, bi und die weiteren Buchstaben teilweise. Und teilweise hat es auch einen, in einem anderen Kontext wird es dann aber als akademischer Begriff verwendet. Das heißt, es ist sehr vom Kontext abhängig, was queer bedeutet. Und ich teile aus einer radikal politischen Sicht, aus einer systemkritischen Sicht, sehe ich auch gewisse Probleme oder Fragen eher. Daran, ob das jetzt hinderlich sein könnte, in Bezug auf das, dass es quasi zu wenig ein Begriff ist, der konkret Leute versammelt dahinter. Andererseits ist auch das, sehe ich auch darin genau die großen Chancen, die der Begriff birgt, weil es eben sehr inklusiv ist und durch die Schwammigkeit, durch die Vieldeutigkeit, die auch zulässt, kontextuell möglich macht, dass man andockt an einer Gemeinschaft. Also ich sehe Vor- und Nachteile, ist die leider ein bisschen Politikerinnen-Antwort, aber ist leider true. Also, oder Gott sei Dank, Göttin sei Dank. Dem Universum wäre. Okay. Hat das deine Frage beantwortet? Ja, vorerst mal auf jeden Fall. Ja. Jonas, es ist auch schon erwähnt worden jetzt in der Runde, Feminismus ist wichtig, nach wie vor feministische Kämpfe zu führen, wichtiger denn je. Trotzdem ist es, glaube ich, manchmal so, dass wir in dieser feministisch-linken Bubble vielleicht das als wichtiger sehen als andere. Und im besten Fall ist das oft so, ja, das ist so Frauensache, so außerhalb dieser Bubble, sagen wir mal so. Und im schlechtesten Fall wird es sowieso als überholt gesehen und als, ja, das ist eh erkämpft worden, wir haben das jetzt und braucht man nicht mehr, so quasi. Du bist in der kritischen Männerberatung tätig und da wollte ich dich einfach fragen klarerweise zu den Männern, wie schaut es aus, sozusagen, sind jetzt Caring Masculinities, also fürsorgliche Männlichkeiten, irgendwie mehr Thema, wird ja auch insgesamt mehr thematisiert, aber merkst du das in deiner Arbeit, dass sich da bei den Cis-Männern auch was tut? Oder wie schaut es da aus? Ja, also ich merke es einerseits im Arbeitskontext, dass sie auf jeden Fall was tut und andererseits im privaten Kontext, dass sie auch was tut bei den Männern. Mhm. Also im Arbeitskontext ist es ja so, dass
die Veronika hat es vorher schon angesprochen, diese Diversitäten, die man innerhalb des eigenen Geschlechtes hat, dass einfach das langsam aufgebrochen wird, dass es nicht mehr dieses einzelne Männerbild gibt, also diesen hegemoniellen Mann, wie dann die Cornell definiert hat, sondern dass es einfach wahnsinnig viele Arten von Männlichkeiten gibt und dass Geschlechterrollen und Normen ja immer irgendwo mit einem Stück weit Beeinträchtigungen, Beeinschränkungen verbunden sind. Und wir merken es auch gerade im Arbeitskontext, dass es verschiedene Gruppen von Männern gibt, die einen ganz starken Leidensdruck haben zwischen dem, wie sie sich selber wahrnehmen und identifizieren würden und wie sie aber Erwartungen von außen kriegen. Also sei es jetzt durch Kultur, durch Familie, durch Gesellschaft, und die quasi zwischen diesen beiden Stühlen sitzen und nicht recht wissen, was damit anfangen sollen. Und aus dem privaten Kontext merke ich, dass jetzt langsam die Kultur ein bisschen sich etabliert, dass man darüber reden kann, dass man sich mit den eigenen Privilegien beschäftigen kann, dass man Sachen hinterfragen kann, dass man an den Geschlechterrollen aktiv arbeitet, dass man zum Beispiel in einem legeren Kreis, sage ich jetzt einmal, auch darüber reden kann, hey, wie schaut es aus mit der Haushaltsaufteilung, wie schaut es aus mit dem Verhalten im öffentlichen Raum zum Beispiel, also dass es einfach wesentlich mehr Akzeptanz da ist. Und ich merke es sowohl im Arbeitskontext als auch im privaten Kontext, dass das Interesse sehr hoch ist. Und wir haben wahnsinnig viel Nachfrage, was unsere Angebote im Verein angeht. Und wird aber, glaubst du, ist es so, dass Feminismus auch gesehen wird, dass auch Männer sagen, ja, das ist was, das, also sozusagen mehr sagen, ja, das ist auch, da kann ich dahinter sein, das ist auch was Gutes für mich sozusagen, das ist nicht nur Frauensache oder eben Sache von... Also ich würde behaupten, die meisten Männer würden nicht sie unter dem Begriff Feminismus irgendwie sehen, aber wenn man da relativ niederschwellig arbeitet und mit dem eigenen Feminismus begrifft, dann ist das weit nicht mehr so abschreckender und sehr viel greifbarer, sage ich jetzt einmal. Also wenn es darum geht, dass es Gleichberechtigung gibt, dass es eine Gesellschaft gibt, in der es keine Benachteiligung gibt, dass es natürlich auch Vorteile hat für Männer, wenn man eine gleichberechtigtere Gesellschaft hat, dann würde ich auch sagen, dass Männer sich dort wiederfinden. Aber wenn man gleich jetzt einmal mit Feminismus quasi als Begriff, dann fühlen sie, glaube ich, viel erst einmal abgeschränkt, weil es leider immer nur so irgendwie ist. Ja. Gut, dann würde ich jetzt zu dir kommen, Hanna. Du bist ja sozusagen, also du bist vom F-Streik, du vertrittst sozusagen den autonomen Feminismus, so sage ich das jetzt einfach mal heute hier in dieser Runde. Und da wollte ich dich jetzt fragen, also klarerweise auch zu dieser Aktionsform Streik, aber würdest du sagen, dass dieser etablierte Feminismus zu weich gewaschen ist, dass es jetzt einfach was anderes braucht und Neues und ja, Radikaleres? Mhm. Ich stoße mich ein bisschen an den Begriff autonom. Wenn autonom Richtung radikal, extrem ist, dann ist das nicht, wie wir autonom wahrnehmen. Autonom ist eher selbstorganisiert, selbstständig, unabhängig in die Richtung hin. Und das wollen wir auf jeden Fall mit dem F-Streik sein. Und F-Streik steht für feministischen und Frauenstreik auch, weil wir nicht Frauenstreik mit Sternchen sein wollten, sondern wir wollten einen inklusiven Namen eben haben, der es auch ermöglicht, Menschen, die keine Flint-Personen sind, an dem Streik teilzunehmen. Wir haben eine große Supportgruppe tatsächlich, die für All Genders auch offen ist, die ganz viel pro-feministische Sachen und Aktionen machen, mit denen wir ganz nah zusammenarbeiten. Und jetzt zu dem etablierten Feminismus. Ich glaube, oder wir glauben erstmal, dass es keinen wirklich etablierten Feminismus gibt. Wenn es einen wirklich etablierten Feminismus geben würde, da hätten wir eine pro-feministische Politik, wir hätten ein pro-feministisches System. Und es ist nicht der Fall, weil wir sitzen hier und reden darüber, dass es einfach nicht der Fall ist. Aber wahrscheinlich meinst du mit etablierten Feminismus eher so Sachen wie Gleichstellungsbeauftragte, genau. Frauenrede, so in die Richtung hin. Und das sind ja Sachen, die in den letzten Jahrzehnten errungen wurden, geschichtlich, die sehr wichtig sind, die viel Sichtbarkeit geben und feministische Themen mit einbringen können, aber dass das immer noch Gremien oder Strukturen innerhalb des Systems sind, innerhalb eines ungleichen, einem patriarchalen Systems, das wir eigentlich verändern wollen. Im Zuge des F-Streiks geht es uns darum, die Verlinkung zwischen Patriarchat und Kapitalismus aufzuzeigen, dass Sachen wie Lohnarbeit, Care-Arbeit, Reproduktionsarbeiten, das sind ganz viele Sachen, die einfach verankert sind in unserem jetzigen ungleichen System. Und die können nicht nur durch innen heraus aufgebrochen werden. Wenn man sich Frauenräte und Frauenrate anschaut, die haben selber ihre Eingrenzungen innerhalb vom System. Gelderkürzungen, sehr vage Versprechen, immer so, ja, dann kommt die am Ende vielleicht der Sitzung irgendwie dran oder sowas. Und das kann, glauben wir, besser von außen mit verändert werden. Durch eine radikalere Systemkritik, wo wir sagen, wir wollen
neues System, feministisches System, das auch auf alle Diskriminierungsformen, da bin ich ganz bei euch beiden mit einschaut, das queer-feministisch ist, wo gleiche Arbeit, gleicher Lohn natürlich, aber auch einfach geschaut wird, wer macht denn die Reproduktionsarbeit, die Haushaltsarbeit und sowas, dass es da auch Gleichheit gibt und nicht nur auf diesem Gender Pay Gap mäßigen. Mhm. Genau. Okay. Ja. Wollt ihr im Podium dazu noch was sagen? Eine kleine Ergänzung zum Begriff des etablierten Feminismus. Mhm. Also ich glaube, was damit gemeint war, ist sozusagen das, was wir heute schon darüber gesprochen haben, eben dieses, dass der feministische Diskurs sehr dominiert wird, einfach von weißbürgerlichen Cis-Positionen sozusagen. Und aber auch von Organisationen, die einfach, die es mittlerweile gibt, genau, also so genau die dieses so repräsentieren. Anspruch quasi genau drauf haben und festlegen, ja, so was jetzt feministisch ist und was nicht. Ja. Genau, ja. Um das vielleicht anhand irgendwie kurz irgendwie auf den Punkt zu bringen, ich kann nicht einen feministischen Diskurs führen und sagen, ich möchte gleiche Bezahlung und völlig außen vor lassen, ob eine andere Frau aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder aufgrund eines Kopftuchs überhaupt Chancen hat, diesen Job zu kriegen, auch wenn er schlechter bezahlt ist. Also ich glaube, genau, das nochmal so ein bisschen zu veranschaulichen. Ja. Aber es ist natürlich ja was wir voll dabei sind. Ja, voll, ja, genau. Deswegen meinte ich das sozusagen ja nochmal ein bisschen bildlicher irgendwie zu erklären. Ja. Ja. Ich habe nur genickt. Doch, jetzt. Und zwar, weil du vorher den, weil du, Hannah, vorher den Begriff radikal negativ verwendet hast. Und ich das ist mein absolutes Lieblingswort. Und ich muss den jetzt in Schutz nehmen, weil radikal kommt nur von Radix, von der Wurzel und heißt einfach nur, dass man quasi was von Grund auf betrachtet. Und ist wahrscheinlich eh bewusst, aber keine Ahnung, ich muss das Wort, finde ich, gehört reclaimed und absolut wieder angeeignet. Ich glaube nur, wenn man radikal im politischen Kontext nimmt, man oft an den schwarzen Block denkt, an extreme Formen irgendwie mit brennenden Häusern etc. Was und ist schlecht an einem schwarzen Block? Also offensichtlich gibt es Unterdrückungsmechanismen, die ihn nötig machen. Uns ist es halt wichtig, irgendwie im F-Streik einen Feminismus zu vertreten, wo verschiedene Feminismen Platz haben, wo absolut auch cool gerne ein radikaler Flügel dabei ist, überhaupt kein Problem, aber eben auch irgendwie Leute, die sagen, hey, sie haben jetzt das erste Mal Feminismus gehört, sie finden es ganz cool, absolut, ich wäre mal dabei und absolut, das ist uns eben super wichtig. Ich glaube, wir sind uns da eh recht einig und ich bin auch voll dafür, dass das leicht anknüpfbar ist und so. Ja. Danke. Ich muss gerade überlegen, welche Frage ich das als nächstes stelle. Ich glaube, also was ich jetzt nochmal spannend finden wird, ist so die Frage, also das ist ja jetzt auch immer wieder vorkommen, du hast gerade gemeint, feministischer Streik, das ist halt wichtig, das halt zu öffnen, inklusiver zu machen und eben das nicht nur Frauenstreik zu nennen. Trotzdem würde ich gerne über diesen Begriff Frau reden, weil ich glaube, dass der schon auch so was Gemeinsames sein kann. Gleichzeitig ist es aber ein Problem, sozusagen eine Frau überzustülpen auf einfach viele verschiedene Kämpfe. Trotzdem würde ich euch gerne fragen, glaubt ihr, dass es so einen Überbegriff gibt, so einen geben muss, einen Kampfbegriff Frau sozusagen, um Kämpfe zu vereinen? Also ich finde es spannend, wenn man sich den Begriff Frau erstmal kurz anschaut. Der hat sich ja auch mit der Zeit verändert. Einfach wenn man sich die erste Welle vom Feminismus war es sehr, sehr weiß, sehr, sehr bürgerlich. Dann im Differenzfeminismus ist er vielleicht ein bisschen klassenübergreifender geworden. Im Queerfeminismus zumindest so im queeren Bereich ein bisschen mehr geöffnet. Und ich glaube, dass es ein Begriff ist, der viel Identität schafft, der Sachen auch ganz klar benennt irgendwie. Aber dass er neu besetzt werden muss oder auch neu besetzt wird gerade. Er wird nicht nur als Frau, es kommt ein Sternchen zu, es wird flint gemacht, es wird feministisch viel mehr benutzt. Früher war es ganz klar, es ist der Frauenstreik. Heute wird man viel mehr vom feministischen Streik irgendwie reden. Und das ist wichtig, das ist notwendig. Aber irgendwie braucht es die Identitätsschaffung natürlich auch. Aber die Frage ist, dass die Identität nicht uns bestimmt, sondern wir die Identität bestimmen, die transformierbar ist. Und dass uns das auf jeden Fall im Hinterblick
immer bleibt. Und dass der Feminismus eben auch nicht weiterhin so weiß ist, sondern ihn öffnet, aber nicht nur für People of Color, Schwarze, Indigenous People, sondern eben auch Menschen, die aus verschiedenen Klassen kommen, die Menschen mit Behinderungen, für alle Arten von Menschen sozusagen. Und ein breiter Feminismus dadurch gezeugt wird. Nicht ein Feminismus von den 1%, sondern ein Feminismus von den 99%, wie auch gesagt wird, der einfach echt sagt, wir sind in der Basis Demokratie oder in der Basis irgendwie angekommen und wollen verschiedenste Leute irgendwie mitnehmen. Genau. Wie sind es die anderen? Bei dir würde es mich interessieren, Veronika, weil das Women's Action Forum heißt ja Women's Action Forum und es ist auch eine ganz klare, bewusste Entscheidung gewesen, sozusagen das eben so zu nennen, mit dem Begriff also Frau. Ja, es war eine ganz klare, bewusste Entscheidung, aber es war eine sehr schwierige Entscheidung. Also wir haben sehr lang diskutiert, was der richtige Begriff ist und wie, welche Schreibweise angebracht ist. Und wir haben uns dann geeinigt auf dieses Woman-Sternchen-Action-Forum, was ja eigentlich auch nicht, wie soll ich sagen, auch nicht ganz zufriedenstellend ist. Aber es war offensichtlich wichtig, diesen Begriff drinnen zu haben, Frau. Den Begriff drinnen zu haben. Und es war einer der größten oder der am längsten andauerndsten Entscheidungen bei diesem Women's Action. Wie nennen wir es genau? Darf ich mir jetzt noch was Euphorisches erlauben zu deiner Wortmeldung? Das alles, was du gesagt hast, war für mich so schön sichtbar, also jetzt in den letzten Tagen, gestern im Schauspielhaus und in den vorigen Tagen, dass das wirklich eine ganz vielfältige und diverse Feminismen sind, die da gezeigt worden sind. Ganz viele unterschiedliche Frauen, die unterschiedliche Beiträge gezeigt haben. Und ich glaube, das ist der richtige oder der wichtige Weg. Wolltest ihr vielleicht noch was dazu sagen, die anderen am Podium? Zum Begriff Frau, ob es den braucht? Ja? Also es gibt ja das geflügelte Wort, the future is female, und es gibt auch die Alternative dazu, the future is non-binary oder the future is queer. Und ich habe beides irgendwie irgendwann schon mal auf Instagram geliked. die Welt der Dichotomien quasi. Und ich denke aber, für mich ist Feminismus mir so eingefallen, okay, das würde ich gerne rückverbinden zu dem, was Feminismus für mich ist. Und für mich ist es auch ein ganz klares Bekennen zu einer anderen Art von Denken. Und dieses Entweder-Oder-Denken zu versuchen zu ersetzen durch ein verbindendes, durch ein Und. Und das ermöglicht dann zum Beispiel, dass man in dem Fall jetzt auf die Frage, also in Bezug auf diese Frage, eine zeitliche Dynamik einbauen kann. Also ich denke, dass jetzt im Moment wir definitiv den Begriff Frau als politischen Kampfbegriff brauchen und dass er auch sehr nützlich ist und hoffentlich wieder irgendwie einen politischen, oder ich sehe auch einen Aufschwung oder in der Häufigkeit von dem her, was jetzt passiert feministisch und ankämpfen. Und wie viel öffentliche Aufmerksamkeit die kriegen, auch wenn es jetzt halt streikende Schüler, Schülerinnen sind, die jetzt insofern halt anders in den Medien behandelt werden, weil sie wenig wirtschaftlichen Schaden anrichten. Weil wenn jetzt halt erwachsene Leute streiken würden, würde das halt den Kapitalismus nerven, aber so, ja gut, sind halt die Lehrer, Lehrerinnen halt, weiß ich nicht, am Hauptplatz statt in der Schule. Also ja, ich denke an ganz eindeutig, dass es den Begriff Frau braucht. Und ich denke aber auch, dass es wichtig ist, dass man die Potenziale sehen in dem oder die Einschränkungen sehen von dem Begriff. Und er ist ganz klar aufbauend auf einem sehr stark binären Denken, das einfach auch rein naturwissenschaftlich nicht der Realität entspricht, weil es gibt nicht nur rein biologische Männer und Frauen. Und insofern einfach den Begriff weiterhin zu verwenden, bewusst einzusetzen, um Leute darunter zu versammeln, wie auch immer, also nach Selbstdefinition, und das können ja auch Cis-Hetero-Männer für Frauen kämpfen, theoretisch, praktisch. Tun uns das noch nicht so viel? Auffallbedarf. Also ja, ich seh einfach beides. Also in einer zeitlichen Abfolge, ja, wir brauchen den Begriff Frau, und längerfristig hätte ich gern Seepferdchen als Gender-Stand, also das ist jetzt ein Insider. Also quasi eine Auflösung der harten Geschlechterzuschreibungen, dieses binären Systems, dem niemand von uns widerspricht. Es ist niemand jetzt nur rein heteronormativ männlich. Männer haben Gefühle, weinen. Aber das ist noch wie vor, es wird zwar langsam, es entwickelt sich schon in die Richtung, dass man auch in Fernsehserien ganz oft jetzt, also ganz oft, man sieht immer wieder in den Serien, die ich schaue, also sehr subjektiv selektiertes Zeug, sieht man Männer, die weinen, also cis-hetero-Männer, die weinen. Und es verändert sich schon, aber ich denke, wir können alle profitieren, wenn wir diese harten binären Grenzen aufbrechen oder auf,
ja, brechen ist so ein patriarchales Wort, auflösen. I don't know. Genau. Mhm. Ich sehe das sehr ähnlich. Also ich sehe das einfach, um das nochmal kurz zusammenzufassen. Ich glaube, es ist einfach ein Prozess, wo zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Begriffe gebraucht werden. Und ich glaube, dass die Zukunftsvision sich dahin entwickelt, wie du es halt einfach beschrieben hast, dass wir einfach immer mehr aus diesem binären System ausbrechen. Aber die Normen und Einschränkungen, und die jetzt gerade festgelegt sind, und die Kämpfe, die jetzt gerade geführt werden, werden mit Begrifflichkeiten geführt, die irgendwann sicherlich überholt sein werden. Mhm. Aber jetzt sind sie einfach noch wichtig. Als jetzt sind sie einfach noch, ja, da. Aber ich sage ganz schön, wie du es beschrieben hast, dass wir uns nicht von dem Begriff definieren lassen, sondern wir den Begriff definieren, sozusagen. Mhm. Ja, ich würde jetzt sind wir schon jetzt kurz vor eins. Ich würde auch noch kurz bitte sagen. Sicher, also, gerne. Entschuldigung. Also erst einmal skandalös, dass Männer im Fernsehen weinen dürfen. Also ja, pure Fiktion. Man up. und dann, genau. sehr verstörend auf jeden Fall. Nein, also ich würde auch sagen, also offensichtlich braucht es den Kampfbegriff Frau momentan, sonst würden wir ja jetzt auch nicht auf diesem Podium sitzen, irgendwie am Frauenkampftag. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn wir es nicht brauchen, wenn es so etablieren würde, aber das wird es nicht spüren, denke ich mal. Und auch dieses Denken vom Binären wegzukommen, ist auch sehr wünschenswert. Aber ich glaube, es ist ein Stück weit schon in die richtige Richtung, dass wir ein bisschen das Geschlecht schon als Spektrum mehr ansehen und nicht mehr diese harten Geschlechterrollen haben. Ein bisschen ausstreichen. Und was ich nur dazu sagen will, ist, dass das Feminismus ja auch immer was Kontextbezogenes ist. Also auch was die Veronika vorher schon mal, glaube ich, angesprochen hat. Oder was das tut, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, dass das mit diesem Kontext da immer verschiedene Problemlagen, verschiedene Methoden und verschiedene Formen von Aktionismus mit entstehen. Und von dem her würde ich sagen, ja, es braucht den Kampfbegriff und es braucht auch diese Kämpfe und es braucht auch Leute, die nicht direkt betroffen sind von diesen Kämpfen, so wie mir jetzt als Vertreter der weißen Cis-Männlichkeit, die einfach auch die einfach auch als Feindbild quasi diese Kämpfe unterstützen können. Also nur ist es halt dann auch immer ein bisschen ein hagliches Thema, auch für mich persönlich quasi, wie man diese Kämpfe unterstützt. Also, aber das können wir vielleicht später ein bisschen mehr drauf kommen. Genau. Ja, ja. Darf ich da noch was sagen dazu? Ich denke, es ist einerseits so, dass binäres System sich langsam erweitert, aber andererseits ist auch gerade in der Mädchenarbeit wieder feststellbar, dass rosa und hellblau, dass das so streng getrennt wird wie zuvor noch nie. Und das fällt mir gerade jetzt ein, weil ich mit der Straßenbahn hergefahren bin und ein Mädchen komplett in rosa gekleidet neben mir gesessen ist. Das ist eine Generation vorher vielleicht nicht so gewesen. Und ich denke mir aber, Kampf bedeutet vielleicht beides. Also zwei Schritte nach vor, einer wieder zurück. Also es ist also eine Wellenbewegung. Aber es ist auf jeden Fall ein Kampf. Ich glaube, wenn man irgendwie davon abrückt, das als Kampf, nicht als Kampf zu bezeichnen, und ich glaube, es gibt so ein bisschen einen Trend auch in die Richtung, so, der aus so einer, meiner Meinung nach, neoliberalen ESO-Ecke irgendwie kommt, so, ach, Widerstand, nämlich nicht immer nur alle, auf alles reagieren und Widerstand und kämpfen und so weiter. Also das halte ich für wirklich Schwachsinn halt, weil ich glaube, dass man halt einfach wirklich Realitäten leugnet, wenn man sagt, naja, du kannst ja auch das thematisieren, ohne jetzt so konfrontativ zu sein und so. Na, es braucht Konfrontation und es braucht Kampf. Die Sachen werden sich nicht von alleine in Luft auflösen, haben sie noch nie, zeigt die Geschichte. Es gibt eine Meldung aus dem Publikum. Ich möchte auf die vorherige Wortmeldung noch reagieren. Also ich glaube, wir brauchen keine Männer, die uns unterstützen, sondern wir brauchen Männer, die dafür eintreten, dass sich ihre Rollen verändern und die sich mit ihren Seiten beschäftigen und nicht uns unterstützen, sondern sich selbst in eine andere Richtung entwickeln und das auch sehr politisch denken. Weil wenn es eine Teilzeit eher für Frauen gibt, wenn es Elternteilzeit für Frauen gibt, es gibt so viel, wo man anfangen kann. Ja? Und da finde ich das Unterstützen sehr hegemonial und würde mir ein Neudenken der Situation von Männern wünschen. Also da kann ich zustimmen. Es ist natürlich
Es ist natürlich auch wichtig, auf Männerseite mitzuarbeiten und auch unsere Privilegien, Rollenbilder, Normen und so weiter zu hinterfragen. Aber es ist natürlich auch legitim, an Kämpfen mitzukämpfen, die nicht seine eigenen sind. Natürlich muss man sich dann aber bewusst sein, in welcher Rolle man da auftritt. Und ich rede jetzt nicht von einem Unterstützen, wo man im Vordergrund ist, wo man Platz einnimmt, wo man eventuell einen Platz leiten wegnimmt, den dann vielleicht mehr brauchen. Und wo man die Leute dann wieder unsichtbar macht oder die Leute irgendwie vielleicht auch bevormundet in ihrer Rolle, sondern eher Unterstützung aus dem Hintergrund, wo man den Leuten einfach auch vielleicht aus einer privilegierten Rolle heraus Ressourcen gibt oder sie einfach unterstützt bei Tätigkeiten, die jetzt nicht per se sichtbar sind. Das habe ich eher damit gemeint. Also das ist immer dieses mit dieser Rolle, man muss halt sich bewusst sein, irgendwo sind nicht die eigenen Kämpfe und es ist die Frage, wie weit soll man im Vordergrund stehen in diesen Kämpfen. Und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, das über Kommunikation zu regeln. Also was brauchen die betroffenen Leute, wie kann man sie unterstützen und nicht einfach reingehen in einem White Saviorism quasi und zu sagen, hey, du brauchst das, weil das ist dein Kampf. Jetzt kann ich, jetzt ist gerade White Saviorism gefallen. Muss ich dir ein paar zugeben? Ja, nein, ich wollte den Wortbeitrag auch unterstützen, obwohl ich nachvollziehen kann, auch dass man sagt, so dieses, da stellt es einem ein bisschen irgendwie die Haare auf, wenn man hört, so Männer kommen jetzt und wollen den Feminismus unterstützen. voll. Was er gesagt hat, einfach erstmal dreimal unterstrichen. Also ich glaube, dass aber diese Beteiligung sehr wichtig ist und das hat mich gerade einfach, ich habe diesen Satz im Kopf gehabt von Angela Davis im antirassistischen Kampf, die mal gesagt hat, es reicht nicht mehr, als weiße Person selbst nicht rassistisch zu sein, wenn man sich an den Kämpfen nicht beteiligt, ja? Wenn man sich nicht aktiv einfach einbringt, wenn andere Personen diskriminiert werden. Und ich glaube, da sind wir wieder bei diesem Entwicklungsprozess. Das ist ein relativ neuer Prozess, der gerade stattfindet, dass Männer Zugang suchen zum feministischen Diskurs und zum feministischen Kampf, um den zu unterstützen. Und das nehme ich in meiner sehr babbeligen Umgebung vielleicht auch ganz stark wahr, dass es viele Männer gibt, die sehr vorsichtig Schritte in diese Richtung machen, weil sie sagen, sie wollen nicht die gleichen Fehler wiederholen und sie wollen sich nicht in den Vordergrund stellen und sie wollen eben genau das halt nicht machen. Aber ich finde eben die Arbeit, die ihr macht, ist super wichtig und sehr progressiv. Danke. Das ist jetzt aber die perfekte Überleitung zu dem, wie können wir Verbindungen schaffen, ist Solidarität möglich? Weil das, was du jetzt gesagt hast, das betrifft ja auch andere. Also da geht es ja nicht nur um Männer und Frauen, sondern kann ich als weiße Person Kämpfe von Migrantinnen, von People of Color und so weiter unterstützen? Also ja, ich weiß schon, aber sozusagen, ja, weil aber Solidarität ist sozusagen ja nicht einfach nur so, also wir leben ja in einer Gesellschaft, die von Machtverhältnissen durchzogen ist und dann einfach zu sagen, ich bin solidarisch, kann auch zu solchen Hierarchien wieder führen, man muss einfach die eigenen Positionen reflektieren und wie kann das denn möglich sein, sozusagen, genau das, was du eigentlich auch gesagt hast. Ja, das ist der Punkt, glaube ich. Wenn ich mir als weiße Frau sehe, die privilegiert ist, dann brauche ich eine Reflexionsfläche, damit ich einfach meine blinden Flecken, die ich da eventuell auch habe, auch sehe und ich muss in einen Diskurs kommen und ich muss ein Gegenüber haben, das halte ich für wesentlich. Mhm. Aber da ist vielleicht spannend, also wir haben mal beim Workshop, wo es um kritische feministische Debatten gegangen ist, der fantastisch war, von zwei Nicht-Cis-Frauen, also geleitet. Jedenfalls ist es darum gegangen, da haben wir am Anfang so eine Übung gemacht, wo jede anwesende Person so 5 Schlagworte aufgeschrieben hat, die ihre Identität definieren. Und da war es extrem spannend, dass keine einzige Person, die weiß war, im Raum weiß als Identität aufgeschrieben hat. Und genauso ist es halt mit Frau, Mann. Also was sieht ein Cis-Mann, wenn er vorm Spiegel steht? Er sieht einen Menschen. Was sieht eine Cis-Frau, wenn sie vorm Spiegel steht? Sie sieht eine Frau, eine Cis-Frau. Also insofern, ich glaube, wenn man mal schon so weit ist, dass man sagt, okay, ich bin eine weiße Feministin, oder jetzt nicht im Sinne von, ich vertrete White Feminism, sondern im Sinne von, ich bin Feministin und bin privilegiert in gewissen Bereichen, dann habe ich zumindest schon mal den ersten Schritt gemacht, dass ich das überhaupt anerkenne als,
als, weil sonst ist ja dann irgendwie so, I don't see color oder ich sehe keinen Unterschied, so, wir machen keinen Unterschied, und damit leugne ich halt die Realität des Gegenübers. Und ich glaube, das ist ja, was Masa und Jonas gesagt haben, also würde ich auch unterstreichen definitiv, dass es, also das Zuhören wichtig ist, und da gehe ich wieder zurück zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, diesem, wir bauen alle Scheiße, ich bin rassistisch, nicht im Sinne von, ich will rassistisch sein, sondern im Sinne von, ich werde einfach Sachen reproduzieren, ich werde Gewaltstrukturen, die ich verinnerlicht habe, die wir alle verinnerlicht haben, reproduzieren in gewisser Weise, und ich kann nur, so gut es geht, damit umgehen lernen, dass es extrem unangenehm ist. Und ich rede jetzt wirklich von wirklich, wirklich unangenehm ist, mich mit meinen eigenen Privilegien auseinanderzusetzen. Also ich kann mich erinnern, bevor ich feministisch politisiert war, habe ich mir auch gedacht, keine Ahnung, ich habe irgendwann einen Hund gestreichelt und sage zu dem Hund, an den Hund gewendet, so, Ma, wer ist denn der Herrchen? Und dann steht daneben so eine Frau, so, ich bin ein Frauchen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ja, Kampflesben, I don't know. Und also diese ganzen Vorgänge, und jetzt bin ich selbst die Kampflesben, obwohl ich kein Lesben bin, aber quasi. Also, und ich glaube, das gleiche soziale Phänomen passiert halt, wenn ich nicht weiß bin. Wenn mir eine Person, eine Schwarze oder eine Woman of Color oder irgendeine Person, die nicht weiß ist, irgendwas sagt, dann gehe ich einfach automatisch in einen Defense-Modus. Und das ist extrem unangenehm. Und ich glaube, es ist für mich sehr feministisch und aus dieser verbindenden Praxis kommend wichtig, dass wir lernen, auch irgendwie über den Gefühlsablauf davon zu reden, weil ich kann das nicht, also wenn ich das nicht aushalten kann, das unangenehme Gefühl, dass das erzeugt, wenn mir jetzt jemand sagt, hey, das war jetzt gerade sexistisch, was du gesagt hast, oder das war jetzt rassistisch, oder kannst du bitte nicht so einen scheiß rassistischen Witz machen, oder also irgendwas, wenn man darauf hingewiesen wird, und ich kann nicht damit umgehen, dann habe ich ja nicht die Möglichkeit, das zu reflektieren und zu verändern, weil ich einfach eine kognitive Dissonanz drüber fahre und einfach halt das vergisst, dass es hier passiert ist, oder die andere Person ablehnen und als Kampflesbe oder halt als aggressive schwarze Frau, was ja dieses Stereotyp ist, irgendwie dann definiere. Ich würde gerne nur ergänzen, also selbst Migrantin zu sein oder Person of Color schützt einen nicht davor, auch Vorurteile zu haben und stereotypisches Denken. Also ich glaube, dass es wichtig ist, auch einfach nochmal sich damit auseinanderzusetzen, wie überhaupt Vorurteile entstehen und wie Stereotype zustande kommen. Ich musste bei mir genauso auflösen. So, also ja, also ich würde auch da nochmal anknüpfen und vielleicht auch nochmal wiederholen ein Stück weit, was ich vorher gesagt habe. Also einfach, man muss sich bewusst sein, dass man Privilegien hat, man muss die reflektieren, man muss sich bewusst sein, dass andere Menschen, mit denen man vielleicht im Raum ist, die nicht haben. Und einfach durch einen Diskurs, durch eine Kommunikation quasi herausfinden, wie man Solidarität schaffen kann, was die Personen brauchen oder nicht brauchen. Und wenn die sagen, okay, wir wollen nicht, dass du an unserem Kampf teilnimmst, dann ist das auch irgendwie zu akzeptieren. Dann halte ich mich halt raus. Und was auch irgendwie zum Hinterfragen oder Bewusstmachen ist, ist vielleicht, dass einfach verschiedene Arten von Sozialisationen stattgefunden haben und dass durch diese Sozialisationen verschiedene Themen überhaupt zum Thema geworden sind. Und dass ich die in meiner privilegierten Sozialisation vielleicht gar nicht erst sehen kann. Und dass da einfach auch nochmal viel auf kommunikativer Basis passieren muss. Ah ja, bitte. Publikumskommentar, Frage. Bevor es mir jetzt ein bisschen zu viel in die Frage geht, wer kämpft diesen Kampf mit wem, würde mich nochmal interessieren, ob es eine verbindende Frage sein kann, wofür wir kämpfen. Und meine jetzt an Nancy Fraser und ihr aktuelles Buch gemeinsam mit zwei Kolleginnen denke, mit dem Feminism for the 99%. Diese Frage der Transformation des Kapitalismus, die ja wiederum eine verbindende Geschichte ist, die eben nicht so sehr nach dem fragt, wer jetzt da miteinander kämpft, sondern die Frage, wo sind wir uns darüber einig, dass dieses System auch mit all den Erlebnissen, die wir momentan haben, wo wir an den Grenzen des Wachstums und überall massiv anstoßen, dass das etwas Verbindendes ist, dass weniger diese Identitätsfrage immer zu sehr, ich finde die Identitätsfrage zwischendurch wichtig, aber manchmal rutscht sie immer zu sehr ein bisschen wieder in einen individualistischen Diskurs, und die Frage ist doch die große Frage dahinter, was ist das Ziel einer feministischen, transformativen Ansatzweise. Und die würde ich ganz gerne ein bisschen von euch hören, ob ihr das teilen könnt oder ob man auch da einen Unterschied sieht. Weil manchmal sehe ich eine Unterstellung, eine leichte an den weißen Feminismus, ich bin auch eine weiße Feministin, ja, dass uns der Kapitalismus ganz recht sei. Und das will ich so zurückweisen, wenn es diese Unterstellung dann gäbe. Thank you.
ich hatte ja vorhin auch auf dieses Pushen hingewiesen mit den 99%. Und ich glaube nicht, dass das ein Widerspruch in sich ist. Ich glaube, wenn man einen Feminismus hat, der auf jeden Fall neoliberal kritisch ist und systemkritisch ist, was auch der F-Streik ganz viel ist, muss einem trotzdem bewusst sein, dass es verschiedene Identitäten gibt da drin und das nicht unter einem Scheffel irgendwie stecken, sondern es sind verschiedene Menschen, die sich miteinander solidarisieren. Und klar haben wir ein gemeinsames Ziel, eine Transformation des Systems, ein feministisches System irgendwie mit so aufzubauen sozusagen. Und da ist für uns vor allem die Kapitalismuskritik ganz fundamental, weil einfach so viel im Alltag eben diese ganze Lohnarbeit, Care-Arbeit, Reproduktionsarbeit, einfach das Ganze dadurch irgendwie geprägt wird und man ja auch durch die Jahre merkt, es wird immer stärker. Und es gibt Leute, die sich als Feministin bezeichnen und sagen, wir können auch im Kapitalismus irgendwie feministisch orientiert sein und irgendwie Karrierefrau werden und sowas. Dem widersprechen wir aber zum Beispiel komplett, weil wir sagen, es ist Feminismus und Kapitalismus, das geht nicht Hand in Hand einfach. Es muss ein komplett anderes, neues System her, wo aber auch alle Menschen mit ihren verschiedenen Identitäten mitbedacht sind, weil verschiedene Leute haben verschiedene Ressourcen irgendwie. Wenn wir uns als F-Streik immer donnerstags abends um 19 Uhr treffen, kann keine Mensch kommen, der irgendwie alleinerziehend ist und zwei Kinder hat, die am nächsten Tag in die Schule gehen müssen. Das muss mitgedacht werden in solchen Sachen. Und deshalb, klar, wir brauchen ein feministisches neues System, aber es muss halt auch mitgedacht werden, was für Leute dabei beteiligt sind. Ich glaube, dass die ganz großen Fragen, die da angesprochen wurden, ganz eng verknüpft sind mit den individuellen kleinen Fragestellungen, mit genau diesen ganz vielen unterschiedlichen Identitäten. Und ich finde die Frage beziehungsweise die Wortmeldung und wie sie kam und wie die Frage gestellt wurde, zeigt das auch eigentlich auf, weil am Ende gesagt wurde, ja, ich bin ja auch eine weiße Feministin und mir wird dann mit unterstellt, dass ich in einem kapitalistischen Feminismus lebe. Ich glaube, es geht halt in erster Linie darum, ich bin froh, dass die Wortmeldung damit begonnen wurde, mit der Frage, wofür kämpfen wir und nicht gegen wen kämpfen wir, weil ich glaube, dieses Feindbild, dieses Gegen, wer auch immer unser Gegner sein sollte, ich glaube, den gibt es nicht. Ich glaube, unsere Gegner und Gegnerinnen sind gleichzeitig wir alle auch. Also ich glaube, dass wir selber uns, so wie du gesagt hast, ja einfach immer wieder in Dingen finden, die wir kritisieren und die wir selbst auflösen wollen. Genau, und ich glaube, es ist ganz wichtig, ist einfach in solchen Diskursen sich weniger angegriffen zu fühlen und sie also weniger als Vorwurfskommunikation sozusagen zu verstehen, sondern vielmehr als einen gemeinsamen Prozess, durch den wir alle auch gehen müssen. Und ich habe ehrlich gesagt deswegen vorhin auch versucht zu betonen, sodass auch ich nicht davor, also da geht es eben genau um solche Identitäten. Ja? Also es haben nicht nur europäische weiße Personen rassistische Denkmuster in ihren Köpfen, nona net halt, ja? Genau. Ja. Und nicht nur Männer sind sexistisch. Und genau, also das hat halt. Also ich würde das auch nochmal unterstreichen, also auf jeden Fall, dass es verschiedene Diversitäten gibt und dass das auch irgendwo wichtig ist für die eigene Identifikation, aber dass man trotzdem diese Diversitäten nicht, immer in den Vordergrund stellen sollte, sondern dass man das Ziel nicht außer Augen verlieren sollte. Und ich bin auch voll dabei, wenn es heißt, es braucht einen antikapitalistischen Feminismus, weil ich sehe den Kapitalismus jetzt auch nicht als profeministische Einrichtung irgendwo. Und großartiges Buch übrigens, den Feminismus für die 99%, sehr lesenswert für alle. Ja, also ich bin froh um die Wortmeldung, weil ich finde, das ist auch spannend mit dem Vereinen, also den Blick wieder auf das, was vereint die Kämpfe zu werfen. Gleichzeitig möchte ich das, was eh schon gesagt worden ist, nochmal bestätigen, also ich sehe das auch als eine Frage der Privilegien, weil natürlich, also ich bin auch weiß und Feministin und bin definitiv nicht für den Kapitalismus. Also ich glaube, wenn man mit mir 5 Minuten geredet hat, ist das relativ klar. Aber trotzdem habe ich andere Privilegien, die da mitkommen, weil jetzt, wenn ich mir andere Formen von Privilegien oder Unterdrückungsstrukturen anschaue,
die Ressourcen einfach extrem viel weniger werden. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, den Diskurs in Richtung verbindende Elemente zu lenken. Aber gleichzeitig ist es eben wirklich, wirklich wichtig, denke ich, dass man nicht wiederum aus einer privilegierten Position kommend diktiert, was das ist. Und ich muss das immer ganz selbst an die eigene Nase fassen, also auch in meinen aktivistischen Tätigkeiten. Wir haben immer dieses, wie habe ich das aufgeschrieben, genau, die Inklusion, also die Theorie versus die Praxis. Also in all den politischen, zivilgesellschaftlichen Kontexten, in denen ich mich bewege, gibt es einen antirassistischen, einen antisexistischen und da-da-da-da-da Kontext, Konsens in der Theorie. Und in der Praxis sind aber halt, selbst wenn die Leute super aware sind und super bewusst sind, mit Sexismus oder Rassismus umgehen, sind die ganzen Strukturen dieser Organisationen, Vereine, Veranstaltungen, Projekte, die Strukturen an sich sind auf eine Weise aufgebaut, dass sie schon einmal verunmöglichen, so wie du das sagst, das mit dem zum Beispiel, kleines Beispiel mit der Uhrzeit, und dann sind halt einfach Mütter oder Väter, die alleinerziehend oder generell Betreuungsaufsichtspflichten haben, ist nicht möglich, dass sie teilnehmen. Und genauso ist es halt mit anderen Unterdrückungsformen. Genau. Und, aber ja, also ich sehe auch die Klimakatastrophe als die große Chance, die Menschheit zu vereinen gegen das System. Und ich sehe schon, genau, Masa, weil du gesagt hast, keinen Feind, also dieses Kämpfen für was und kein Feind. Ich stimme da einerseits voll zu, ich bin halt sehr widersprüchlich, und andererseits widerspreche ich da, weil ich sehe schon einen klaren Feind. Und es ist halt schon, oder zumindest habe ich ein konkretes, ich kann es umreißen, aber halt als das System, das genau, in uns allen lebt. Mhm. Genau. Ja, keine Personen. Genau, keine Personen, sondern das System an sich, das in uns allen weitergetragen wird. Okay, dann ich würde es jetzt so zusammenfassen, dass es sozusagen zwar wichtig ist, ein gemeinsames Ziel zu haben, aber dass es immer wichtig ist, wie wir kämpfen. Weil wenn wir in unseren Kämpfen die Hierarchien reproduzieren, die dieses Fakt-Up-System sowieso hat, dann ist es wieder ein Problem. Und deshalb muss man sich das genau anschauen, wer hat Macht und so weiter. Und, ja. Jetzt gebe ich wieder eine Publikumsfrage. Ah ja, danke. Bitte. Ich habe eine Frage an Sie alle, weil ich glaube, es ist darin der Grundkonsens, dass sich Geschlechterstereotype schon aufweichen, und es wurde auch schon öfter erwähnt, dass es quasi diese klare Trennung in zwei Geschlechter einfach nicht mehr so stark ist. Und ich glaube, dass das halt in diesem Kreis, wie wir jetzt da sind, einfach völlig klar ist und einfach wir uns alle einig sind, dass das keine klare Trennung geben sollte und dass es auch inzwischen auch schon einen Schritt in die Richtung gibt, dass sich Geschlechtergrenzen mehr aufweichen. Und glauben Sie, dass sich das dadurch, dass wir halt in unserem Diskurs schon weiter sind, dass wir oft vergessen, dass es viele Bereiche gibt, wo es diese klare Dichotomie immer noch gibt, zum Beispiel, wie vorher auch schon angesprochen wurde, den Verkauf von Kinderspielzeug oder auch die Bezahlung aufgrund des Geschlechts. Also glauben Sie alle, dass es irgendwie dadurch, dass wir in dem Diskurs eben schon weiter sind in Richtung Aufschwemmung der Geschlechterrollen, wir das oft vergessen, dass es Bereiche gibt, wo dieser erste Schritt noch nicht getan ist? Ja, kann ich nur zustimmen. Das glaube ich auf jeden Fall, dass wir uns ein bisschen in einer Blase bewegen und einfach nicht gleichzeitig nicht bemerken, dass es in anderen Lebensumwelten noch ganz anders läuft. Also ich bin sehr babbelig unterwegs und habe einen sehr queer-feministischen und sehr politisierten Kontext, aber trotzdem muss ich sagen, also ich sehe schon diese, vielleicht habe ich also die Frage falsch verstanden oder anders verstanden, aber ich sehe schon, dass es, also ich bin mir nicht so sicher, dass das jetzt so, dass wir da so weit sind, weil andererseits kann man das natürlich schon, so diese gegenderte Spiel, also rosa-hellblau-Trennung in binäre Kinder quasi, die so passiert, schon irgendwie so als Rückkopplungseffekt betrachten, finde ich, von dem, dass wir Gendernormen mehr aufweichen, aber gleichzeitig als Reaktion sozusagen. Genau, als Konterrevolution oder genau, als Reaktion auf dieses Aufweichen würde ich es einerseits sehen oder halt auch gegenseitig. Also auch das Aufweichen der Genderrollen sehe ich schon auch als in einem Kontext von einem aus dem System aussteigen von diesem, okay, Männer dürfen nicht weinen, gehen arbeiten, verdienen das Geld und Frauen müssen mittlerweile im Neoliberalismus genauso arbeiten gehen, aber kriegen halt auch noch die Kinder und ziehen sie groß, wenn sie cis und hetero sind und, oder auch anders, aber halt in dem Kontext jetzt quasi klassisch betrachtet. Und diese Zusatzbelastungen, die halt einfach dann auf Frauen mit Kindern zum Beispiel lasten. Also ich denke, dass wir, es gibt eine fantastische Studie, die ich jetzt nicht ganz genau wiedergeben kann, glaube ich, es ist auf jeden Fall rausgekommen, dass in konservativen Familien die Arbeitsaufteilung zwischen Cis-Mann und Cis-Frau
gerechter war als in vermeintlich aufgeklärten und feministischen, weil da einfach quasi das, der Grundkonsens gilt, wir dürfen darüber reden. Wenn ich als Frau, als Cis-Frau mit einem Cis-Mann zusammen bin und in einer Beziehung bin und ich in meinem Bubble-Umfeld sage, mein Mann putzt nie, oder mein Freund oder Lebensgefährte, mein Partner, whatever, putzt nie in der Wohnung, dann bin ich ja quasi sozial komplett stigmatisiert als Antifeministin. Also das ist schon, also es gibt so diese Mechanismen, die dann dazu führen, dass wir uns auch irgendwie selbst das vormachen, glaube ich. Also ich habe das in meinen Beziehungen sehr stark, obwohl alle meine Ex-Männer, Ex-Freunde, alle sich als Feministen bezeichnet haben und definiert haben und sehr aware sind, aber trotzdem reproduzieren wir diese Muster. Also ich glaube, es ist ein lebenslanger Prozess des Unlearnens. Mhm. Hanna, du wolltest da gleich mal was dazu sagen? Ja, ich glaube, klar, in unserem privaten Umfeld, da sind wir bestimmt irgendwelchen Bubbles, aber wir sind ja alle nicht nur in diesen Bubbles. Wir sind irgendwie auf der Straße, wir sind vielleicht in Sportvereinen, wir sind in der Schule, in der Uni, in der Arbeit, sonst auch immer, und sind ja trotzdem mit ganz normalem Alltag auch konfrontiert. Wo es dann manchmal vielleicht wieder überraschend sein kann, stimmt, das gibt es irgendwie auch noch. Aber es ist ja nicht so, dass wir komplett fern da sind, oder wir sollten auf jeden Fall nicht fern davon sind, weil wenn wir von einem Feminismus der 99% reden, dann geht es ja gerade darum, alle Menschen mitzunehmen irgendwie ein Stück weit. Und es gibt ja viele verbindende Themen, sei es diese ganzen häuslichen Sachen, irgendwie Lohnarbeit, Care-Arbeit, alles Mögliche, sexistische Gewalt, Femizid etc. Das sind ja auch Sachen, die Menschen, die sagen, okay, Thema Gender habe ich mich noch nicht so auseinandergesetzt oder finde ich irgendwie schwierig, auch mitgehen können. Es ist ja nicht nur, dass es das eine Thema gibt, sondern das Thema ist ja sehr breit, für was der feministische Kampf, der feministische Streik irgendwie ist. Und bei uns ist auch ganz wichtig, was du mit dem Prozess meintest, dass wir in unserem F-Streik uns das als Prozess wahrnehmen. Es ist nichts, was jetzt wir, unser Streiktag ist am 12. Juni, dass dann an dem Tag stattfinden wird. Danach wird die Welt irgendwie nicht besser sein, also vielleicht ein Stück weit besser, aber es wird jetzt nicht anders komplett sein. Sondern es ist ein langwieriger Prozess, der nachhaltig sein soll, wo viel Platz ist für Diskussionen, für Austauschflächen, die schon gesagt wurden. Und dass das wichtig ist, einfach zusammen daran zu arbeiten, aber dass es ein Prozess sein wird, in dem hoffentlich viele Leute mitgenommen werden. Mhm. Ich finde es auch wichtig, also sich immer wieder vorzuhalten, dass wir jetzt auch in einer aufgeklärten Bubble sind, die wie gesagt schon ein wenig einen Konsens drüber haben und im Endeffekt wissen, wie es vielleicht sein sollte, aber uns vielleicht nicht den großen Konsens gibt, sondern so einen Konsens im Kleinen. Aber dass es auch natürlich Gegenbewegungen zu dem Ganzen gibt und das ist halt auch irgendwie eine Realität und mit dem muss man halt auch leben und schauen, an dem irgendwie zu arbeiten. Und das ist ein Prozess und das ist ein mühsamer Prozess und das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen passieren wird, sondern der sich einfach dahin schleppen wird. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, die kleinen Schritte zu setzen und die kleinen Schritte und Fortschritte zu zelebrieren. In dem Sinn. Es gibt weitere Wortmeldungen. Ich würde gerne fragen von den Anwesenden am Podium, konkrete Vorschläge zur Öffnung von Feminismus, Feminismen, feministischen Räumen, um die Solidarisierung, die wir uns alle wünschen, irgendwie Realität werden zu lassen. Also eine Alternative zu, ja, es dürfen eh alle kommen und es dürfen eh alle mitmachen. Ich glaube, dass diese Öffnung damit beginnt, dass man sie in der eigenen Denkweise integriert, indem man oder Frau nicht, genau, und da möchte ich als Beispiel wieder den Satz von dir von vorher vielleicht anführen, auch wenn ich wahrnehme, dass eben, auch wenn ich aus meiner Position heraus bestimmte Ähnlichkeiten im Kampf einer migrantischen Frau, die einen repressiven Vater hat zum Beispiel, auch wenn ich einen Kampf, etwas Ähnlichkeiten wahrnehme aus meiner Jugend und in meinem Umfeld in Österreich aufgewachsen, haben sich aber diese Kämpfe reduziert und ich nehme es stärker bei Migrantinnen zwar noch wahr, dann nicht einfach davon auszugehen, dass das der gleiche Kampf ist, den diese Frau da führt, sondern sie zu fragen, ja, sie einzuladen in die Diskussion, ihre Perspektive einzubauen, ja, und ihr vielleicht mitzuteilen, dass ich das so empfinde, dass ich was Ähnliches erlebt habe, ob sie findet, dass das vergleichbar ist, ob ihr Unterschiede auffallen zu meiner Biografie zum Beispiel.
Also ich glaube, dass ganz viele Räume mit ganz bewussten Denkweisen von alleine entstehen würden, wenn man sich bestimmte Sachen im Privilegien bewusst hat, bestimmte Sachen einfach noch mehr bewusst macht. Und was mir noch eingefallen ist, was jetzt irgendwie im Laufe des Gesprächs gerade gut zu dieser Frage auch passt, was Männer im feministischen Kampf wieder betrifft. Es ist ja nicht so, dass das patriarchale System nur für Frauen Nachteile mit sich bringt. Das unterdrückt ja Männer genauso in ihrem ganzen Sein, wenn bestimmte Aspekte nicht mehr ausgelebt werden dürfen, weil sie als unmännlich und nicht maskulin genug und nicht stark genug angesehen werden. Es betrifft ja Männer in ihrer Psyche und in ihrer Emotionalität, wenn sie Gefühle unterdrücken müssen, wenn sie nicht weinen, wenn es ganz lange als unmännlich galt, in der Öffentlichkeit einen Kinderwagen zu schieben und um sein Kind zu kümmern. Vielleicht, also es gibt sicher Männer, die dieses Bedürfnis viel stärker gehabt haben und es nicht ausgelebt haben. Also ich glaube, dass es auch ein eigener Kampf der Männer sein kann. Mir ist auch noch was dazu eingefallen, ergänzend zu dem, was du gesagt hast. Und das ist einerseits dieses Fragen und Zuhören und in sich selbst Space oder Raum schaffen, um dann auch mit der Antwort leben zu können. Und die vielleicht nicht gleich wieder zurückwerfen auf die Person, die geantwortet hat. Und ich würde aber noch tiefer gehen und sagen, okay, wenn ich wirklich ein Interesse drin habe, und da muss ich sagen, habe ich in meiner vergangenen politischen, gesellschaftspolitischen Arbeit, also in den Gruppen ist es schon auch immer sehr kurz gekommen. Also es waren durchweg sehr, sehr weiße Gruppen. Also das war überwiegend weiße Gruppen und auch überwiegend schon auch sehr viel, die jetzt nicht explizit feministisch waren, auch sehr nach wie vor, obwohl man vom Feminismus redet und von Pluralität redet oder Pluralismus redet, aber es ist trotzdem dann halt trotzdem oft dann cis, weiße cis-hetero-Männer, die dann halt ja, sprechen oder die Strukturen bilden. Und deswegen komme ich zu dem Punkt, also was noch ein Vorschlag wäre, und mir ist natürlich bewusst, dass es jetzt da die Theorie ist und dass die Praxis schwierig ist im Prekariat und so, aber dass man wirklich konkret Macht abgibt, also dass man wirklich einfach strukturell verankert, dass nicht ich als weiße Person dann quasi nur frage, was ist dein Bedürfnis, Masa, wie kann ich jetzt quasi nicht weiße Menschen mit einbeziehen, sondern okay, ich gebe dir meinen Sessel und ich gebe dir Macht in der Organisation oder in dem Projekt oder in dem Verein, weil damit und aber wirklich Macht abgeben und nicht nur einfach, okay, wir machen jetzt halt dann auch eine Fotoausstellung, wo halt nicht weiße Menschen oder nicht binäre Menschen oder wie auch immer halt, welche benachteiligte Gruppe man dann quasi gerade so als Pink, Rainbow, Green, whatever washing verwendet. Also so, also einfach wirklich Macht abgeben. Und das ist halt schwierig. Also das fällt uns halt allen nicht so leicht in dieser patriarchalen Gesellschaft, die halt einfach Macht so sehr valued. Und also ich glaube, das fällt ja deshalb nicht leicht. Das fällt ja deshalb schwer, weil wenn man nicht vor Augen hat, was man dafür kriegt, man muss ja, wenn man was abgibt, aber dafür was haben davon, oder? Man braucht ja Perspektive. Voll. Und diese Perspektive ist mir selber oft auch gar nicht klar. Wenn ich das zum Beispiel tue, was bringt es mir, was habe ich davon? Ich tue das ja wahrscheinlich nicht nur aus reiner Nächstenliebe. Das brauche ich selber auch. Aber es wäre meine Frage an dich, was kriegst du davon? Was kriegst du dafür, dass du das tust? Wenn ich Macht abgebe. Du selber, du persönlich. Ich bin nicht gut darin. Also ganz offen, ich bin nicht gut. Also ich meine, ich versuche sehr bewusst zu reflektieren und... Aber es ist, also wir haben die Diskussion sehr oft geführt, wie man jetzt wirklich halt Menschen, die nicht weiß und einfach jetzt auch nicht, muss man jetzt nicht nur auf dem anderen Faktor festmachen, aber es ist auch jetzt einfach Klassenunterschiede in den Gruppierungen. Das sind halt alles sehr intellektuelle, sehr eben weiße, intellektuelle, politische, aktive Kreise von Studierenden, die es halt einfach leisten können faktisch. Und natürlich, das beinhaltet mich auch, wenn ich jetzt nicht reich bin und nicht studiere. Aber ich glaube, es ist schon, also es ist die Frage, was gewinnt man? Und ich glaube, das ist halt einfach sehr, wenn in der Zukunft liegt, was man wirklich gewinnt. Vielleicht. Und dass es einfach schwierig ist, den Mund zu halten. Also für mich zumindest. Man braucht auf jeden Fall einen langfristigen Blick, meinst du? Genau. Wie sollte jemand von euch antworten auf die Frage? Was gewinnt man? Würde mich interessieren. Ich glaube, es ist urwichtig, einander auf Augenhöhe zu begegnen vor allem. Und also mir geht es gar nicht um die Frage, wer was, wie, in welcher Form, also woran misst man Gewinn in diesem Kampf oder in diesem Diskurs überhaupt, was ich jetzt persönlich irgendwie von
was auch immer habe. Ich glaube, es ist irrsinnig wichtig, einander auf Augenhöhe zu begegnen. Und das heißt für mich eben auch, dass, genau, und da muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich versuche, oder es auch meistens Gott sei Dank ich schaffe, ja, mich nicht davon kränken zu lassen, es ist nicht leicht, also sich halt in solchen Diskursen noch zu beteiligen, wenn man doch immer wieder mit einer gewissen Überheblichkeit einfach konfrontiert ist, ja, in einer gewissen Form, dass man halt eben genau durch solche Aussagen halt irgendwie meint, so, naja, wir haben diese und jene Kämpfe ja schon geführt und wir sind irgendwo angekommen, warum soll ich jetzt den Sessel abgeben an jemanden, wo ich eigentlich irgendwo tief drin in mir meine, die ist noch nicht so weit, die muss ja erstmal die Sachen irgendwie, die ganzen Errungenschaften, die wir schon erreicht haben, erringen. Ja. Also ich glaube, dass man daran erstmal ganz viel arbeiten sollte auch. Und was ist... Was ist da dein Vorschlag dafür? Also quasi, du meinst quasi im Sinne von, also wie genau meinst du dann daran arbeiten, dass ich das an mir selbst wieder individuell an mir arbeite, meinst du? Was auch immer man tun kann, um Schritte zu setzen, dass das Bewusstsein dafür größer wird, um Schritte zu setzen, dass Kolleginnen und Kollegen, mit denen man in unterschiedlichen feministischen Projekten und Diskursen sich wiederfindet, sie darauf aufmerksam zu machen, auf eine Art und Weise vielleicht jetzt eben, wie du schon gesagt hast, es ist eh schon ein irrsinnig schwieriger Diskurs, weil sich sehr viele Individuen auf unterschiedlichste Art angegriffen fühlen und dann wird es halt noch schwieriger irgendwie was durchzubringen, das vielleicht auf eine Art und Weise zu machen, wo das auch angenommen werden kann, aber durchaus einfach ganz bewusst auf solche Sachen aufmerksam machen und sich nicht davor scheuen, weil für mich fällt es auch oft nicht leicht, halt, ja, aber ich muss es halt ansprechen, weil ich halt, ja, muss einfach, weil ich sonst drauf sitze und das ist unbequem. Also wir sind jetzt bald, es ist bald 13:30. Es hat noch eine Frage gegeben aus dem Publikum, glaube ich, da vorne irgendwo. Und dann müssen wir schon langsam abschließen. Es ist eigentlich eher keine Frage, sondern eher ein Statement und eine Unterstreichung von dem, was Sie eben gerade gesagt haben. Also ich möchte das ja wirklich unterstreichen, weil mich stört das irgendwie ein bisschen. Alle du sagen. Okay, super. Was du gesagt hast, weil mich stört das manchmal ein bisschen, wann wir von diesem Bubble-Denken ausgehen, weil mir dann irgendwie... Da denke ich, es gäbe diese Probleme auch nur in unserer Bubble, aber ich komme aus dem pädagogischen Kontext und ich sehe, dass junge Mädchen und junge Burschen darunter leiden, dass wir ein patriarchales System haben. Und nur weil es ich als solches benennen kann vielleicht, heißt es nicht, dass diese Probleme dort irgendwie nicht existieren. Und ich glaube auch, das habe ich gerade für mich irgendwie so gefunden, dass ich das benennen möchte. Und dass ich eben vielleicht irgendwie, kann das auch ein konkreter Weg sein für die Menschen, die das irgendwie schon theoretisch schon durchgedacht haben oder die das benennen können. Ich möchte jetzt irgendwie nicht sagen, die da weiter sind, weil das irgendwie für mich sehr trennenden Aspekt irgendwie hat. Einfach das zu benennen und auch irgendwie zu erklären. Also das sehe jetzt ich gerade als Lehrperson irgendwie so, dass ich dann junge Frauen sage, ja, das ich verstehe die und das ist berechtigt, dein Gefühl, und du kannst da wütend sein. Und ich verstehe die als jungen Burschen, dass die das trifft, dass du nicht weinen kannst. Oder hast du wen, wo du Gefühle zeigen kannst? Also ich möchte da einfach ganz nochmal stark auf diesen gemeinsamen Aspekt hinweisen und nicht immer sagen, ja, wir in der Theorie sind ja schon so viel weiter und die anderen nicht, weil das ist einfach Blödsinn, weil es trifft uns alle. Und Feminismus ist gerade einfach ein Thema eben für 99%. Und ich glaube einfach nur, dass man... Also, aber es ist auch schon irgendwie ein bisschen gesagt worden, deswegen habe ich mein Mikro eigentlich heute wieder abgeben. Aber, ja. Ja, ich habe jetzt gerade das Zeichen gekriegt, wir müssen auf die Zeit schauen. Trotzdem möchte ich gerne sagen, oder nochmal das Angebot machen, wollte ich nur zum Abschluss was sagen, was ist der nächste Schritt, ganz kurz? Also für uns ist der nächste Schritt, wir treffen uns am Donnerstag tatsächlich wieder um 18.30 Uhr im Spektral. Wir sind, unsere offenen Treffen sind Flint-Only-Treffen, weil wir beschlossen haben, dass wir einen Safe Space haben wollen. Aber es gibt eine Supportgruppe, die sehr aktiv ist, wo jeder Mensch dran teilnehmen kann. Und wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr einfach nachher auf mich zukommen. Oder wenn ihr heute noch um 14 Uhr zur Demo geht, gibt es ein lila Banner, ein ganz großes lila Banner vom Feministischen Streikbündnis. Da könnt ihr hinkommen und die beantworten. Ich beantworte euch auch ganz gerne voll viele Fragen. Und dann am 12. Juni geht es dann auf die Straße und wird in verschiedenen Variationen gestreikt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ganz viele Leute mit dabei sind. Super. Wollt ihr noch was sagen? Zum Abschluss? Direkt der nächste Schritt wäre jetzt dann zur Demo um 2, die vom Hauptplatz weg startet. Und ansonsten startet jetzt in Graz dann auch demnächst mal All-Gender-Gruppen. Also ich bin mir nicht sicher, ob das die gleiche ist oder andere.
Auf jeden Fall konnte ich da auch Kontakt herstellen, wo es eben auch darum geht, sich mit seinen eigenen Privilegien auseinanderzusetzen, Critical Whiteness, Geschlechterrollen, die ganzen Geschichten, genau. Mhm, super. Also sehr konkrete Anknüpfungspunkte, wo man einfach starten kann oder weitermachen kann. Danke für diese zahlreiche Beteiligung, dafür, dass ihr heute gekommen seid. Jetzt noch, also danke auch ans Podium an euch. Danke für euer Dasein und fürs Mitdiskutieren.